Willkommen zurück zu Bayonetta 2. Ja, letzte Folge haben wir, glaube ich, so dieses Viech besiegt. Ich weiß nicht, es ist nicht irgendwie gestorben oder so. Und ja, jetzt sind wir in dieser Basilika drin. Und holen natürlich erstmal die ganzen Schatzkisten, die wir sehr oft rumliegen. So, und was haben wir denn hier Schönes? Einen grünen Megakräuterlutscher. Der ist für große Energie, Lebenskraft zuständig. Schon wieder? Wow. Tja, dann gehen wir wieder ins Muspelheim. Da gibt es ja ganz schön viele Tore hier. So. Mal schauen, ob wir das wieder so einfach hinbekommen. So, was müssen wir denn machen? Kassiere keinen Treffer. Besiege den Gegner ohne einen einzigen Gegentreffer. Hä? Das wird jetzt. Bisschen konzentrieren. Geil, ich hab das schon wieder geschafft. Cool. Küsschen. You've been naughty. Ha, reines Platin und schon 2 von 4 Hexenteilen wieder. Hexenherzteilen. Wunderbar. Mann, wir räumen ja ein Tor nach dem anderen leer. Das ist ja cool. Tja, ja, das Spiel ist richtig geil. Einiges besser als der erste Teil und der war schon richtig Hammer. Und der Typ schreit immer noch rum unten, das ist ja unglaublich. Wo war denn jetzt die andere Schatzkiste? Die war doch irgendwo in der Nähe. Da hinten ist er. Nein! Ach nee. Ach bäh. Hässlich! Cutshirt und. Ja. Ich konnte sie möglich lesen. In your house. Fröhliches Rumgeschnetzel. Du Ekelhafter. Ach, der kommt aus dem Boden rausgeploppt. Küsschen. Platin. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Ah, Gott sei Dank. La 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 la. So, was haben wir denn hier Schönes? Ach, ein Stück einer zerbrochenen Mondperle. Ha, kann der mal dieses Shit-Rufen aufhören? Das ist ja nicht mehr normal. Was hat denn der für ein Benehmen? Hui, ich bin ein Schmetterling. Schmetterling, yay. Yeah. Gibt's hier so irgendwas Interessantes? Hier? Nee. Nee, auch nicht. Oh. So, they're after you too then. Have you been naughty? Keeping secrets from Mummy? Nope. Nothing comes to mind, love. Sorry. But since this is your bloody mess, do you mind hurrying the fuck up and getting rid of this thing? Now, that's no way to talk to a lady. No wonder your guardian angels are trying to give you a good spanking. Whatever, love. You've already been following me, so let's make a deal. You save me, I'll show you around this joint. Heading to Fimbulventer, aren't we? That makes two of us. And it'll take two of us, won't it, love? You seem to have skipped school the day they taught basic negotiation skills. You're supposed to negotiate from a position of strength, little one. Not just be a one-trick pony. Ugh.
trick. See? You need my power too. That works too, I suppose. I don't have time to give a shit about who you are or why you're going to the mountain. Take me there and make it quick. You stay with me, and I promise you'll end up in one piece. Got it? Wait! Stop! Before I show you the way, love, you gotta agree to a little condition. Ugh. Do we need to go over my lesson again? First, learn to talk to a lady. We don't react very well to being insulted, little one. Well then, I don't react to being called little one. The name's Loki. And what should I call you, love? I mean, man. Do I look like a man to you? Bayonetta or Ceresa? Take your pick. Ceresa! You don't look like a Ceresa to me. Well then, Bayonetta it is. Let's move, little one. Hey! I just told you my name is... You'll earn your name when you become a man. Aha! Cool, jetzt läuft der Loki mit uns mit. Try to keep up. Ja, der Keep Up kannst du dir mal kurz sparen. Ich erkunde mir erstmal alles. Oh, der nervt mich ja jetzt schon. Ich fand ihn eigentlich noch ganz nett, aber wenn er die ganze Zeit dieses Keep Up sagt, dann... Oh. Nee. Er hat's gerade verkackt. Ein Ort der Erläuterung. Anglupschen. Die atemberaubende Basilika im Zentrum Noatiums ist mit Würde gealtert, ganz so, als wäre sie vom Verlauf der Zeit verschont geblieben. Auch ihr emotionaler Wert hat keineswegs abgenommen. Die Bewohner der Stadt besuchen die Basilika täglich zum Gebet. Auch Hochzeiten und Trauerfeiern werden dort regelmäßig abgehalten. Gerüchte besagen jedoch, dass sie einst einem völlig anderen Zweck diente. Vom Gott Auserwählte besuchten die Basilika auf ihre Pilgerfahrt zum heiligen Berg um sich in den Gewässern dieses geweihten Ortes zu reinigen. Der Pfad zum Gipfel ist lange verloren, doch das Weihwasser läutert noch immer alle unreinen Seelen, die ihn im Baden. Und nachdem ich ein perfektes Paar Schuhe im Wasser ruiniert habe, kann ich mit Gewissen sagen, dass zumindest meine Füße bis an mein Lebensende ausreichend geläutert sind. Schön. So, gibt's da auch was? Gut, dann gehen wir da lang. Ui, oh nein. Ah, Hexenrezepte. Ein Pergament mit Rezepten für Umbra-Brauerzeugnisse. Es scheint sich um ein originalgetreues Duplikat zu handeln. Dank der Zutaten, die du im Spiel sammelst, kannst du Items brauen. Wähle im Itemreiter das Inventar Hexenrezepte und dann das Item, das du brauen möchtest. Die benötigten Zutaten landen automatisch in deinem Hexenkessel. Ui. Drehe also lange, bis alle Zutaten miteinander vermischt sind. Fertig. Eintrag Nummer 1. Memoiren des Reisenden. Als ich ein paar von den alten Protokollen und Unterlagen im Arbeitszimmer meines Vaters durchforstet habe, bin ich allem Anschein nach auf einige Hexenrezepte gestoßen. Nicht vergessen, Engagement zeigen und alles alphabetisch ordnen. Fiel mir gerade so ein. Es wird wohl etwas dauern, das hier alles zu katalogisieren, aber nach dem, was mein Vater sagt, geht es hier wohl um Alchemie, Materialien, in denen verschiedenste Verhältnisse miteinander kombiniert werden, ergeben vollkommen neue Items. In dem mir gerade vorliegenden Abschnitt geht es um einen speziellen Zaubertrank aus dem Extrakt seltener Kristalle und Edelsteine. Es sind auch ein paar Bilder dabei. Wenn jemand die hier beschriebenen Materialien sammeln würde, könnte man testen, ob die Rezepte tatsächlich etwas mit Hexenkunst zu tun haben. Schön. Gleich mal nachgucken. Hexenrezepte. Ja, kann man eigentlich alles schön machen. Machen wir doch mal so ein... Ah ja. Juhu. Grüner Götterlutscher, dein erstes Mal gebraut. Schön. Oh, was haben wir denn da Schönes?
Peng! Oh! Boah, Alter, halt doch mal die Fresse da oben. Das ist ja echt Wahnsinn. So. Ein Opfer des Umdrehschreins. Oh. Ja. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Ah, so anscheinend. Schön, ein neuer Grabstein. Den können wir wieder kaputt hauen, nachdem wir ihn mühsam zusammengefriemelt haben. Ein zerbrochenes Hexenherz. Schon 3 Stück wieder von 4. Wunderbar. So, Junge, ich bin hier, glaube ich, fertig. Ja, danke für die Tür. Also mal ganz nebenbei, dieses Level dauert ja mal extrem lang. Ein gelber Mondlutscher. Yay. Oh, hervorragend. Umbra-Klimax, whee! Ja, leck mich am Arsch, ey, was geht denn ab? Dum da dum dum da. So, oh, der ist auch gekopft. Geköpft, meinte ich, nicht gekopft. Au! Bam! Unser Klimax! Au! Was? Okay. Urban. Urban oder ja, irgendwie sowas. Und boom. Ich muss auf den Kleinen jetzt nicht aufpassen, oder? Au! Nein, ich muss einen Lutscher einsetzen. Ui, Klimax! Yay! Boom! Au, du Ekelhafter! Stirb! Na komm schon. Na komm jetzt, willst du mal sterben? Ha, Hexenzeit. Bam, das war's. Küsschen. Ich kann das aufnehmen. Aha. Ja, nee, ist klar. Krass. Ich dachte, hier kann man durch.
Ja, anscheinend nicht. Ach, wo ist denn der schon wieder? Der nervt mich auch ein bisschen. Patsch. Schon wieder Gates of Hell? Nee, da muss ich jetzt gar nicht hin. Momentan nichts zum Einkaufen benötigt. Das Level dauert aber lange. Tap, 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 tap. Wie kann ich es kaputt machen? Oh Mann. Hä? Folterangriff. Schlitt. Cool. Küsschen. Boah, die sind ja fast genauso geil. Oh Mann, das ist jetzt doof. Ja, ich nehme jetzt das Schwert mit. Das ist jetzt irgendwie cooler. Oh yeah, ein Hexenherz. Yeah, mehr Lebensenergie. Warte auf mich, Kleiner, ich muss hier noch was erledigen. So, da gibt es doch bestimmt jetzt auch noch ein kleines Kämpfchen, oder? Hui. Schön. So, dann gehen wir mal weiter. Sonst pisst sich der Kleine auch in die Hose, weil wir nicht hinterher kommen zu ihm. So. Ja, jetzt nerv nicht, Junge. Hui, Kisten. Okay. Okay. Sure. Just because you asked, tall, dark, and ugly, that makes total sense. Ach ja, klar. Ey, ich bin noch ausgewichen. Hihi. So, schlitzen. So, draufhauen. Ich sehe doch nichts mehr. Ach ja, Hallöchen. So, Patsch. Hui, Hexenzeit. Hui, Umpa-Klimax. Action. Ui, und Textzeit auch noch. Ja, was geht denn ab? So, draufhauen, bis er auseinanderbricht. Au. Autschi, das hat ein bisschen wehgetan. Und... ha, Hexenzeit. Ui, Umpa-Klimax. Und jetzt wieder draufhauen. Vögelchen. Und das Ende.
eine Goldmedaille. What the hell are you doing? Let go of me! So, little one, what's all this sovereign business about? Not a clue, love. Oi! Well, whatever. If your sovereignness is going to get in my way, our deal is over. And if we're going to have to meet any more of your friends, you'd better learn to take care of yourself. I'm quite all right on my own. Got it? Your tricks aren't going to work forever, little one. More tricks, little magician. Maybe you've got more to offer than I expected. For the time being, though, stay here and don't get frisky. Alles klar. That is the one. Is it not? Yes. I will never forget that face. Ja, der Kleine ist doch tatsächlich ein Flughörnchen. Ist ja putzig und der steckt jetzt zwischen zwei schlagfertigen Argumenten drin. Ui, eine Goldtrophäe. Wir haben eines ausgelassen. Schade. Die stärksten der Umbras. Aha. Ein geheimer Pfad, der von den Kapitelauswahl direkt in Rodins Tor zur Hölle führt, hat sich aufgetan. Er wird dir bei deinem Abenteuer sicherlich äußerst nützlich sein. Kapitel 2, das Gedächtnis der Zeit. Ja, wie können wir jetzt eigentlich hier irgendwie mal speichern? Mensch. Charaktereinstellungen. Aha. Charakter ändern. Okay, Bayonetta Standard. Oh, you want to play with Bayonetta. You've got the right eye for talent. Oh, you want to play with Bayonetta. Shall we? Okay. Ja, so gut. In den Shop gehen wir noch ganz kurz. Dann können wir noch kurz ein bisschen was einkaufen. Zum Beispiel diese schnittigen Waffen, die wo ich noch haben möchte. Dann können wir die überall ausrüsten. You got halos. I got items. Welcome to the foundation of a barter economy. So, jetzt aber. Die möchte ich kaufen. Yeah! Zubehör. Ja, ist eh noch alles zu teuer. Items gibt es wieder bloß 3 Stück. Ja, 3 pro Kunde. Da können wir uns eh nichts leisten. Techniken für 5000. Ja, haben wir eh nichts da. Nee. Schätze, gibt es da was Neues? Nee. Gut, dann war's das mit dem Tor zur Hölle. So, und jetzt gehen wir noch ganz kurz in das Menü. Charaktereinstellungen, Ausrüstung ändern. Juhu! Nein, ich möchte es gerne speichern. Okay. Wie kann ich jetzt eigentlich speichern? Titelbildschirm? Kehrst du wieder mal zurück? Geht dein Spiel einfach dann trotzdem von. Nein! Ich will speichern! Einstellungen? Trainingsmodus, Spielcard. Nee, das gucke ich dann mal in der Folgenpause. Aber jetzt mache ich eh erstmal eine Aufnahmepause. Ja, dann war's das erstmal.
Und in der nächsten Folge geht es dann hier weiter mit dem Kapitel 2, dem Gedächtnis der Zeit. Danke fürs Zuschauen und bis dann, Leute. Ciao. You want to touch me? No one said you could touch.